Ja. Ein unglaublich männliches Tattoo. Und ich weiß wieder, wieso das jetzt funktioniert. Ja, ich erinnere mich. Es hat gar nichts mit dem Werben von Leuten zu tun. Bleib mal hier, bitte. Sondern damit, dass er jetzt eine andere Zahl hat. Hey, Kleiner. Ja? Heute ist der Glückstag. Sie sind der 1000. Kunde. Was für eine Überraschung. Das bedeutet, dass Sie auf Wunsch eine kostenlose Tätowierung bekommen. Setzen Sie sich bitte. Ah, ich sehe es gerade. Im Hintergrund hängt das Plakat. Welchen Entwurf möchten Sie? Ich sehe gerade hier hinten Free Tattoo for 1000 Customer wahrscheinlich. Da hätte ich mir das Plakat angucken müssen, um das rauszukriegen. Gut, ich wusste es halt, von daher, naja, was soll's. Wie wär's mit der juwelenbesetzten Krone und den gekreuzten Schwertern? Kein Problem. Rollen Sie nur Ihren Ärmel hoch. Hab ich schon. Gut. Sie haben ein 24-Stunden-Rückgaberecht. Wenn es Ihnen nicht gefallen sollte, können Sie es innerhalb eines Tages umtauschen. Ich fühle mich jetzt wie ein echter Mann. Umtauschen finde ich auch schön. Gut, Simon ist glaube ich 15 oder so in dem Spiel, ne? Naja gut, lässt er sich halt mal ein Tattoo verpassen. Okay, wir müssen in den Sumpf. Ich glaube, das geht jetzt schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das müsste jetzt schon funktionieren. Und zwar brauchen wir jetzt das aufblasbare Schlauchboot. Ich muss das zuerst aufblasen. Nee. Ach, und das willst du nicht so machen. Ach, shit. Ja, ich erinnere mich. Okay, wir müssen erstmal die Herren des Sees hier wegbekommen. Und dafür brauchen wir noch etwas. Sie hat ja gesagt, um abgelöst zu werden. Oder damit wir das übernehmen können, hier ihre Stelle, damit wir sie ablösen können, brauchen wir eine königliche Robe. Nun, dieses Rätsel ist so absurd eigentlich. Wenn man es nicht weiß, ist das, kann man eigentlich kaum drauf kommen. Denn mangels einer königlichen Robe muss man hier eine königliche Robbe bringen. Es ist absolut großartig. Wie gesagt, das ist die Stelle, die mir... Oder dieses Wortspiel ist das, was mir am allermeisten in diesem Spiel hängen geblieben ist. Wenn ich den Begriff königliche Robe höre, muss ich immer daran denken. So, das Problem ist, wir müssen diese Robbe erstmal irgendwie weglocken. Und ich glaube, das geht nicht so einfach. Wir brauchen erstmal einen Fisch oder sowas. Gibt es hier Fische? Ich glaube nicht, oder? Gibt es irgendwo Fische in diesem Spiel? Ich bin mir nicht sicher. Die Kiste ist weg, fällt mir gerade so auf. Das heißt, Goldlöckchen ist verschwunden. Aber hier gibt es keine Fische. Nee. Wo könnten wir denn Fische kriegen? Gibt es denn... Ich gehe nochmal kurz hier in die Tierhandlung. Tierhandlung. Das ist unten. Gibt es denn hier Fische? Ah, die Aale. Ach nee, die Aale haben wir ja mit den Glühwürmchen. Warte mal, können wir die Glühwürmchen wieder zurückmachen und dann die Aale verwenden? Das sind ja auch Fische letztendlich. Nee, das ist bestimmt nicht die Lösung, oder? Oh, wie war denn das? Ich weiß es doch nicht mehr. Warte mal, wir können auch einfach im See angeln gehen. Warum komme ich da nicht eher drauf? Okay, sind wir wieder hier. Ist natürlich nervig, weil wir dann wieder durch die Kanalisation zurück müssen. Okay, und wir probieren mal die Angel mit dem See zu benutzen. Scheint zu funktionieren. Schätze, das hier ist die beste Stelle zum Angeln. Bestimmt. Okay, zum Glück haben wir auch irgendwoher einen Wurm dabei. Ich habe einen gefangen. Wahnsinn, dass das auch noch funktioniert. Gut, die Made haben wir jetzt... Doch, wir haben die Made als Köder benutzt. Ah, dafür war die Made da. Alles klar, wir haben den Fisch. Und mit diesem Fisch können wir jetzt die königliche Robbe fangen. Wie gesagt, es ist vollkommen absurd und unglaublich weit hergeholt. Aber gerade für diese Absurdität finde ich das Spiel so großartig. So,
So, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen kann. Irgendwie muss ich ja auch früher mal drauf gekommen sein. Also ich habe das erste Mal gespielt, da gab es definitiv noch kein Internet bei mir. Also ich habe da, glaube ich, ewig verbracht mit diesem Spiel. Hab da ewig lang gespielt dran und habe das auch tausende Male gespielt, dass das alles so dann bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Gut, auf zum Schloss. Jetzt wird sich alles so nach und nach ergeben. Wir gehen erstmal rein wieder und begeben uns wieder. Ah, du bist es. Danzi Leine. Ja, ja. Und begeben uns wieder in den Thronsaal. Ich find's immer noch großartig, dass der Typ im Tor steht und mit hochgezogen wird. So. Und dann fix nach nebenan. Und wir geben den Fisch an die königliche Robbe ab. Komm, meine kleine Robbe. Robbe, Robbe, Robbe. Zack, in die Mütze. Wohin sonst? Das ist genauso großartig. Ich finde auch schön, dass überall nackte Weiber hier hängen, ne? Es ist genauso großartig wie im ersten Teil, als er sich die Leiter in die Mütze gesteckt hat. Oder in den Hut, besser gesagt. Gut, wir haben die königliche Robbe, das Zeichen unserer königlichen Abstammung. Das heißt, wir können jetzt zum Sumpf gehen und werden die neue Herrin des Sees. Und damit bekommen wir die Ausrüstung der jetzigen Herrin des Sees. Die Sauerstoffflasche und den Neoprenanzug und damit entblättert sie ihren tollen Körper, ihre super Kurven. So, einmal sprechen. Ich habe hier die königliche Robbe. Gilt das auch? Nun ja, ausnahmsweise. Besser, du stopfst den Anzug mit ein paar Socken aus. Du kannst dann sofort anfangen. Weißt du, was du zu tun hast? Immer rein ins kühle Nass, schätze ich. Du hast bald die Schnauze voll davon, glaub mir. Ich frage mich, wie sie sich da reingezwängt hat. Ja, ich finde die Robbe so großartig. Gut, nehmen wir mal das Zeug mit. Einmal den Tauchanzug und natürlich die Pressluftflasche auch noch mit rein in die Mütze. Dafür ist immer Platz. Gut, dann können wir das Schlauchboot mit der Pressluftflasche aufpumpen. Und damit kommen wir jetzt auf die Insel. So. Dann werden wir mal das Boot benutzen. Welch abenteuerliche Musik. So, wir kommen zur Insel, in der das königliche Schwert, auf der das königliche Schwert im Stein steckt. Und jetzt ist es wichtig, welches Tattoo wir tragen. Denn wir müssen irgendwie königlicher Abstammung sein. Und aus irgendeinem Grund reicht es, wenn wir da eine juwelenbesetzte Krone auf den Arm tätowiert haben. Deswegen, zieh das Schwert, Auserwählter. Aber wir können erstmal lesen. Na, wirst du wohl lesen? Da steht, dass nur jemand von königlichem Blute das Schwert herausziehen kann. Gut. Also, zieh das Schwert, Auserwählter. Und damit haben wir ein unglaublich leuchtendes Schwert, das wir nun dem Mann geben, demjenigen geben können, der wirklich königlichen Gebietes ist, und zwar dem Prinzen. So, zurück. Es ist ein bisschen nervig hier an der Stelle, dass man halt nicht direkt wieder auf die Karte kommen kann. Ist ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das im ersten Teil geregelt war. Ich glaube, da hatte man eine Karte im Inventar, auf die man zurückgreifen konnte, ne? Das war eigentlich noch ein bisschen günstiger geregelt. Aber gut, es geht. Also so schlimm ist es dann nicht. Zumal wir jetzt halt auch den Sumpf abgeschlossen haben. Das heißt, hierhin werden wir nicht nochmal zurückkommen, soweit ich mich erinnere zumindest. Und generell sind wir jetzt, glaube ich, mit der Stadt durch soweit.
Also mir fällt zumindest gerade nichts ein. Das Einzige, was da noch ist, wir müssen nochmal mit den Luftballons hochfliegen zur Schatzkammer. Aber vorher müssen wir noch irgendwie die Dämonen aus dem Weg zerren. Ja, mein lieber Clown. So, auf zurück zum Schloss. Ich kriege ihn gleich mal weg hier. So, und damit schenken wir das Schwert dem Prinzen. So ein unglaublicher Reichtum hier. Wohl gegen mein Schwert tauscht. Na? Wow! Hier, nehme er mein Blasrohr. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, dass ich meine große Schwester zu Gesicht bekomme. Ich hoffe, ich bin nicht für die Konsequenzen hier verantwortlich. Nein, du doch nicht. Gut, lassen wir ihn mal mit seinem Schwert spielen. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und damit gehen wir gleich mal zur großen Schwester, die momentan irgendwie alles ein bisschen verschlafen hat. Und deshalb benutzen wir mal die Erbse mit den Matratzen der Prinzessin auf der Erbse. Welches Jahr haben wir? Deadass. Du meinst wohl, wie viel Uhr haben wir? Nein, ich meine, welches Jahr haben wir? Erstaunlich. Ich könnte noch ein weiteres Jahrzehnt Schlaf vertragen, glaube ich. Nimm bitte die Erbse raus, hörst du? Oh, noch nicht sofort. Hast du irgendeine Ahnung, wie man das Baby beruhigt? Versuch's hiermit. Und jetzt nimm bitte die Erbse heraus. Sicher. Genau, das haben wir noch gebraucht. Also wir sind doch noch nicht ganz fertig in der Stadt, denn wir brauchen noch die Milch. Und dieser Lolli, das ist der Tauschgegenstand. Jetzt erinnere ich mich wieder. Beziehungsweise ich habe mich schon vorher daran erinnert, dass sie uns das gibt. Ich wusste bloß nicht mehr, was es war. Wir haben jetzt endlich etwas, womit wir den Babysumpflingen die Milch abluchsen können. Und es ist natürlich ein bisschen nervig, dass wir jetzt wieder hier für raus müssen. Stahlschurke. Ja, mein Kleiner, ja. Ist natürlich ein bisschen nervig, dass wir jetzt wieder hier raus müssen. Wieder zum Max-Sumpfling. Und wieder das Kostüm anziehen müssen. Ja, gut, aber danach ist es dann vorbei. Mit der Stadt. In diesem Punkt hier. Zieh das Kostüm an. Und wieder einmal ruft die Pflicht für Sumpfman. Sumpfman. Gut. Alles klar, Bill. Gehen wir rein und schauen uns mal drinnen wieder um und verteilen kleine Süßigkeiten hier. Nimm niemals Süßigkeiten von fremden Leuten an. Hier, bitteschön. Hat euer Papa euch das nicht beigebracht? Ist auch pädagogisch wieder äußerst wertvoll. Hat euch eure Mami nicht verboten, Süßigkeiten von Fremden anzunehmen? Ja. So, damit sind die Babys jetzt versorgt. Ich finde auch schön, dass der zweite hier gar nicht rumschreit, weil der erste den Lolli die ganze Zeit im Mund hat. Sind zwar noch total klein und trinken noch Milch, aber ja, stopfen wir mal einfach einen übersüßen Lolli rein. Warum nicht? Kann man machen. Gut. Und das Menschenbaby, das wird tatsächlich mit Milch versorgt. Und genau dort machen wir jetzt auch hin. Zum Menschenbaby. Halt, 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 halt. Doch noch nicht. Wir sprechen noch mal kurz mit dem Sumpfling-Maskottchen. Komm, hier zum Sumpfling, denn hier ist es einfach gut. Ja, Quatsch nicht. Entschuldige bitte. Ja. Wir nehmen noch mal einen Ballon mit. Könnte ich ihn noch ein... Komm. Na gut, ab. Ich klick's mal einfach weg, weil wir kennen das ja schon. Das war das, was er beim letzten Mal auch schon gesagt hatte, als wir den Ballon genommen haben. Bei McDumpling. So, gehen wir gleich mal über den Marktplatz. Benutzen den Ballon mit dem Geländer. So, und jetzt auf zum Schloss.